Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Bella Italia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir hier das Sojafeld komplett abgeerntet, da wo ihr den Drescher jetzt noch seht. Vielen Dank für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Wir haben natürlich reichlich Geld verdient. 116.000 haben wir jetzt. Ich glaube 72.000, 73.000 hatten wir, glaube ich, verdient mit der jeweiligen Fuhre an Sojabohnen. Wir haben natürlich auch ein bisschen was eingelagert. Das war natürlich auch wichtig. Und jetzt parken wir einfach erstmal den LKW hier und werden dann in der heutigen Folge die ersten Schweine einziehen lassen. Dazu habe ich mich entschieden, erstmal einen Schweinetransporter zu mieten. Ich habe viele Vorschläge gemacht, aber mieten ist, glaube ich, erstmal das Beste. Würde ich jetzt behaupten. Man muss natürlich immer später nochmal ein bisschen gucken. Es muss sich natürlich dann auch rentieren, gerade wenn wir dann auch wieder Schweine verkaufen wollen. Aber soweit sind wir erstmal noch nicht. Wir werden jetzt erstmal die ersten Schweine uns holen. Und dann gucken wir da mal weiter. So, wir sind jetzt wieder hier an unserem Abstellplatz für unseren LKW auch angekommen. Komme ich hier überhaupt rum? Ich hoffe schon. Müsste eigentlich klappen, ne? Nicht. Natürlich nicht. War klar. So, also drehen hier ist allemal sehr schwer. Ich muss aber vielleicht noch ein bisschen mehr ausholen. Dass wir hier vielleicht noch so einen kleinen Radius weiter rumfahren. Also ihr merkt schon, ne, mit großen Fahrzeugen hier auf der Map kommt da nicht weit, aber das sollte passen. Sehr schön. Und dann fahren wir jetzt einfach mal rückwärts ran hier. Und werden das Fahrzeug dann hier mal parken, weil den LKW brauchen wir jetzt erstmal nicht. Sehr schön. So, tipptopp. Einmal abstellen bitte. Und dann laufen wir mal rüber zu unserem Hof. Denn nämlich da haben wir auch unseren jeweiligen Traktor stehen. Nämlich den Traktor brauchen wir jetzt auch gleich. Nämlich damit müssen wir gleich unseren Viehtransporter holen. Wir fahren nämlich jetzt gleich einmal runter zu unserem zum Händler. Und werden dann dort gleich die Schweine abholen. Ne, Zuckerrüben haben wir hier noch drin. Das ist schon mal sehr gut. So. Bedeutet... Einmal abkoppeln, Türe schließen und wir fahren jetzt los zu unserem Händler unseres Vertrauens. Wir werden uns einen Viehtransporter mieten. Mit diesem werden wir dann Schweine transportieren. Ich fahre jetzt hier mal unten nochmal lang. Wir können mich hier auch durchfahren, das hoffe ich zumindest. Ich hoffe, der ist nicht zu breit. Oh, ist das eng. Verdammte Axt. Ganz schön dunkel hier. Passen wir da durch? Jo. Da passen wir durch. Da kommen dann die Schweine hin. Und Wasser haben wir schon hier. Jetzt fahren wir hier hinten raus wieder. Also man muss hier wirklich aufpassen, wo man lang fährt. Ne? Also teure Gerätschaften sollte man hier eher mit meinen Fahrerskills nicht kaufen. Die halten sowieso nicht lange. Deswegen lieber gut und günstig. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Devise. So, wir können jetzt auch hier geradeaus fahren. Hier haben wir vorhin den LKW geparkt. Und fahren jetzt hier mal ein Stückchen hinten raus. Und werden uns dann Viehtrailer kaufen, beziehungsweise mieten. Und dann uns ein paar Schweinchen gönnen. Mal gucken, wie viele Schweine wir transportieren können. So 4 bis 6 hatte ich vor, erstmal zu holen. Ich weiß gar nicht, wo hier überhaupt ein Viehhändler ist. Das muss ich mir gleich erstmal anschauen. Auf der Map. Aber ich denke, das bekommen wir im Zuge der Folge auf jeden Fall nochmal raus. Ich fahre jetzt hier auch hier hinten lang. Weil hier nämlich die oberirdische Straße lang fährt, ne? Oder lang führt, sagen wir mal. Die Straßen sind hier echt sowas von eng. Letztens habe ich auch einen Kommentar gelesen, da sagt einer, ja, ich fahre hier schön mit einem 1050er lang. Ja, maximalen Fahrspaß auf jeden Fall. Hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Aber muss halt jeder selber wissen, ne? Jeder spielt das Spiel halt so gerne, wie er möchte. Das ist ja auch gut soweit. Und das macht ja auch den Reiz dieses Spiels hier aus. So, wir fahren jetzt erstmal mit Vollgas hier an der schönen Tankstelle vorbei. Auch sehr, sehr idyllisch. Neue Tankstellen gibt es ja auch im LS22, die auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut aussahen. Dann jetzt hier nochmal vorbei an der BGA. Da fahren wir auch nochmal vorbei. Und dann ist der Händler einfach nur noch ein Stückchen geradeaus. Soweit ist er nämlich gar nicht weg. Und was ich auch cool finde, ist, dass man auf der Minimap den Zug sieht.
Ja, das ist auch ein neues Feature im LS22. Hat hier im Vorstellungsvideo auch gezeigt. Hier geht's links dann zur BGA. Da vorne sehen wir schon auf der rechten Seite den Händler. Ja, und wenn jetzt hier erstmal ja, das Ganze soweit, sozusagen gleich den Viehtrailer holen und dann mal schauen, wo wir denn unsere Tiere herbekommen. Oh, ein bisschen arg weit links auf dem Fahrstreifen gefahren. Wir sind ja nicht in England, ne? Ich habe ein paar schöne alte Gerätschaften hier. Wir müssen einmal jetzt hier durch den Kreisverkehr und dann gucken wir uns gleich mal an, was wir dann dort für Fahrzeuge soweit haben. So, einmal um hier. Bei einer Schild mitgenommen. Zum Glück ist das nicht passiert. Sehr schön. So, einmal außenrum hier noch. Und da suchen wir uns einen schönen Feed-Trailer raus. Und mit dem werden wir dann gleich unsere Tierchen kaufen. Kleine süße Schweinchen, die dann jetzt gleich Einzug erhalten hier. Die werden wir dann auf jeden Fall noch versorgen. Mit Wasser, mit Weizen, mit Zuckerrüben und mit Sojabohnen. Weil das braucht man nämlich, glaube ich, dafür. Ich mache mal die Tür auf hier. Ist ja auch echt warm. So, da gehen wir mal in den Shop. Und gucken mal, was wir denn für ja, Tiertransporter hier haben. Wir haben natürlich standardmäßigen. Hier könnten wir insgesamt 9 Schweine mit transportieren. Wäre nicht verkehrt. Und ich habe den hier noch. Ah, 20 Schweine, guck mal. Ist natürlich auch ein geiles Ding, ne? Ah, oh, guck mal. Das ist ein großer Feed-Trailer. Ah, komm, den kaufen wir uns jetzt. Den kaufen wir uns jetzt, Leute. Designfarbe. Fendt können wir nehmen. John Deere, New Holland. Ich würde sagen, New Holland lassen wir. John Deere, Fendt Case. Challenger. Kommunal. Stainless Steel. Oh. Ah, guck mal hier, so ein Stahl. Das finde ich geil. Den nehmen wir mal hier in der. Den nehmen wir mal so in der Farbe. Das ist schon mal sehr cool. Dann vielleicht. Ne, Designfarbe. Wo ist denn jetzt hier die Designfarbe? Vermisse ich irgendwie noch. Ach, hier die Schrift. Die Schrift, okay. Felgenfarbe. Ich würde sagen, sieht nicht schlecht aus, ne? Oder haben wir noch eine andere Farbe, die jetzt vielleicht cooler wäre? Kommunal gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Das Rot ist mir ein bisschen zu knallig. Ich würde sagen, wir nehmen das hier, dieses Stainless. Zink wäre auch noch geil, ne? Zink wäre auch nicht schlecht. Kostet 30.000, komm. Leute, wir brauchen den sowieso. Und hiermit können wir ordentlich ja, Schweinchen mit transportieren. Na, guck mal, da ist das schöne Ding. Passt auch schön, ne? Ist mit italienischer Aufschrift. Ja, passt schön zur Region. Das passt auch gut hier. Wir gucken jetzt erstmal, wo wir überhaupt hin müssen. Wo ist denn überhaupt der Viehhändler hier? Der Viehhandel ist... Wo ist denn der? Gibt es überhaupt einen hier? Ach doch, da oben, ne? Da ist der Viehhändler. Wir müssen einmal querbeet durch die ganze Stadt hier. Oha. So, dann machen wir die Tür zu. Fahren jetzt hier einmal rum. Beinahe eine Beule reingefahren hier. So. Und dann ja, müssen wir einmal komplett über die ganze Map mitfahren. Ne? Einmal zum anderen Ende. So, einmal angekoppelt. Und dann geht's halt weiter. Schönes Ding, finde ich. Also, ihr könnt aber gerne eure Meinung dazu reinschreiben. Der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung, in der Modliste. Dann müsst ihr schon mit dabei sein. Wenn nicht, schreibt es doch mal in die Kommentare oder stupst mich mal auf Discord an. So, wir machen natürlich auch die Rundumleuchten mal an. So. Da sind sie. Ah, eine coole Kombi, würde ich sagen. Wie kommen wir denn am schnellsten jetzt hier hin? Man könnte natürlich hier sagen, ach komm, wir fahren jetzt hier mal links raus und fahren mal den Weg. Den sind wir, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Hier hinten bei IFO vorbei. Fahren wir den Weg mal lang. Da haben wir ein bisschen Sightseeing-Tour heute. Normalerweise müsste ich jetzt außen rum, aber ich fahre einfach jetzt mal links kurz hier. Damit ich hier besser rüberkomme. Ja, der Trailer ist auf jeden Fall schon mal schick, würde ich sagen. Den finde ich sehr schön. Sehr, sehr schöner Trailer. Gefällt mir. Auch mit den ganzen Details hier. Jetzt müssen wir gleich rechts rum hier, weil da vorne ist nämlich gesperrt. Da soll es dann immer nochmal im neuen LS dann auch von Edomod auch noch eine Erweiterung geben hier. So, sehr schön.
Ja, jetzt haben wir ein kleines Stückchen zu fahren. Wir werden dann jetzt hier dann auch gleich die Schweinchen einnehmen können oder aufnehmen können. 20 Schweine können wir hier mit dem Trailer transportieren. Der war jetzt auch nicht so teuer, würde ich sagen. Was der Schweinepreis jetzt leider ist, das weiß ich jetzt leider auch nicht. Da müssen wir gleich mal gucken, wenn wir dann soweit sind. Was wir uns auf jeden Fall schon mal gespart haben, sind die Transportkosten. Und wir haben ja auch so ein bisschen in Zukunft investiert mit diesem schönen Trailer hier. Denn, ja, der Trailer, den hätten wir sonst mal wieder mieten müssen, ne? Das ist ja auch Geld, ne? Was man immer wieder hat, ne? Geld hier, Geld da, ihr kennt das halt. Da muss man hier was bezahlen, muss man da was bezahlen. Und Geld wächst ja nicht bekanntlich auf Bäumen. Ach, diese schöne Landschaft hier, ne? Ich mag die immer noch, ne? Auch schon nach so vielen Folgen hier, wo wir hier schon unterwegs sind. Es ist einfach eine idyllische Landschaft. Sehr schön. Hier würde ich sogar Urlaub machen. Schreibt es mal gerne rein, ob ihr hier in der Region auch schon mal Urlaub machen würdet. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Es ist sehr schön gestaltet, sehr liebevoll gestaltet. Und das wünsche ich mir halt auch für den zukünftigen LS, dass viele kleine Details den LS besser machen. Ne? So. Jetzt war mal hier lang. Hier war auch noch so eine Abkippstation oder Abholstation. Komme ich überhaupt durch? Ah ja, doch. Das geht. Ich dachte schon, hier komme ich gar nicht vorbei. Aber es ist eng, ne? Es ist sehr eng. Ja doch, das geht alles hier. So, sehr schön. Ich mache die Lampen wieder aus, weil er hat ja keine Überbreite in dem Sinne, ne? Überlänge, glaube ich, muss nicht mit Rundumleuchten angezeigt werden. Aber ich finde den in diesen jeweiligen, ja, Stainless oder hier diesen verzinkten, finde ich schon recht schön. Schreibt mir mal gerne eure Meinung rein zu dem Trailer. Ich finde den echt sehr schick. Schönes Gerät. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie wir da am besten fahren. Muss ich da oben hoch oder muss ich hier rechts gleich? Das ist wieder die Frage, ne? Ich glaube, ich muss da hoch und dann wieder runter, ne? Oder müssen wir da rechts? Ich weiß es nicht. Ist immer so schwierig hier einzuschätzen. Hier ist Einbahnstraße, ne? Warte mal. Aber ich glaube, da komme ich hoch. Ich nutze mal die Einbahnstraße hier. Oh, blinken müssen wir natürlich. Pablo Villaggio. Warte mal, ich muss mal kurz aussteigen hier. Mal kurz auf das Schild gucken. So, was haben wir hier? Wie heißt denn das Ding hier? Das heißt, Vierhänder, lol. Jetzt mal hier gucken. Der müsste hier irgendwo sein, ne? Ich glaube, wir müssen... Ja, wir müssen doch da lang, ne? Verdammt. Ich glaube, wir müssen doch da hoch. Wir müssen mal ein Stückchen zurücksetzen. Macht man eigentlich nicht. Oder kommt gerade ein Fahrzeug. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber wir kriegen es hin. So. Fahren wir doch mal da lang. Dann mal gucken, ob wir hier durchfahren können. Weil hier gibt es, glaube ich, einen Weg... Hier ist ein Verkaufspunkt, da waren wir auch schon mal öfters. Ah, muss ich hier erstmal so ein bisschen zurechtfinden, ne? Ich glaube, war doch gut, dass wir hier oben lang gefahren sind. Jetzt müssen wir hier rechts. Wir hätten jetzt auch die Hauptstraße lang fahren können, aber da war ich noch nicht, ne? Deswegen seht mir das nach, wenn das jetzt hier nicht so tippitoppi ist. Jetzt müssen wir hier runter. So, hier war ja dieser Hof, auf dem ich ursprünglich beginnen wollte. Der wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Müssen wir jetzt da hoch oder hier runter? Kurz die Schilder mal lesen hier. Depato Gargano, warte mal. Ist hier der Viehhändler? Nee, der ist auf der anderen Seite, ne? Ich glaube hier, ne? Mal kurz. Wo ist denn der Viehhändler? Ah, hier ist der Viehhändler. Guck mal. Hier müssen wir ran. Okay, das heißt, wir müssen doch auf die andere Seite. Man läuft natürlich nicht über die Gleise, ne? Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Macht man nicht. Wo habe ich jetzt geparkt? Ach, da unten. Das heißt, wir müssen doch hier drunter. So.
und fahren dann einmal hoch hier und dann gleich wieder runter. Sehr schön. Es führt teilweise, ja, zu Verwirrungen. Aber hier sind wir jetzt richtig. Sehr schön. So, das heißt, wir müssen gleich hier rückwärts ran. Machen wir mal die Warnblinker an. Finde ich mit der Rampe auch cool gelöst. Wenn ich ehrlich bin, kann man das Ding denn hier aufklappen? Ich guck mal gerade kurz. Jo, guck mal. Oh, geil. Guck mal, wie sich das Teil hier aufklappt. Das ist ja mal richtig schön. Gut gemacht, ne? Finde ich echt sehr schick animiert. Schön. Hier oben... Ja, oben kann man es nicht abmachen. Schade eigentlich. So, jetzt fahren wir mal rückwärts ran hier auf unsere Rampe. Und werden uns die Schweinemann mitnehmen. Ah, 20 Stück ist schon recht viel, ne? Ich würde erstmal 10 Stück mitnehmen. Das sollte erstmal reichen. Ich klappe das jetzt nochmal auf hier, in der Hoffnung, dass das jetzt hier nicht reinklappt. Ich weiß gar nicht, kann ich das Türchen da auch aufmachen? Ich mach mal den Motor aus. Kann ich das Türchen denn hier auch aufmachen? Nee, leider nicht. Schade eigentlich, ne? Das will natürlich dann perfekt aussehen. So, jetzt können wir Schweine holen. Es gibt Schweine rosa, weiß, schwarz, weiß und so weiter. Kennt ihr ja alles. Ein Schwein kostet 1000 Euro. Wir nehmen... Ah komm, nehmen wir 12 Stück mit. Na komm. 12 Stück. 12 Schweinchen haben sie jetzt. Oh, jetzt kommt der Zug wieder hier. Den gucken wir uns auch nochmal an. Der müsste jetzt gleich von dort hinten kommen. Da kam gerade nochmal eine Ansage. Sehr schön. Wo ist denn der Zug? Müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Wir laufen auch mal. Ach, guck mal, da kommt da. Finde ich auch persönlich sehr cool gemacht. Transito. Ne? Das heißt, die... Ja, mein Italienisch ist irgendwie nicht so gut. Das sieht jetzt auch nicht so toll aus. Deswegen klappt man den ganzen Spaß mal wieder zusammen. So. Das fährt jetzt hier zusammen wieder rein. Aber ich würde sagen, ist auf jeden Fall echt ein schöner Trailer. Und mit denen haben wir jetzt hier so ein paar Schweinchen besorgt. Und ja, mit denen fahren wir jetzt quasi zurück. Und ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge dann die jeweiligen Schweine dann versorgen werden. Ich würde sagen, das soll es dann für heute erstmal gewesen sein. Ich fahre jetzt hier mal zurück. Das heißt, Schweinchen haben wir gekauft. Wir haben nur noch 74.000 auf dem Konto. Das ist noch jede Menge an Tatas, würde ich sagen. Machen wir mal die jeweiligen... Die Blinker einmal alle aus. Ja, und fahren dann jetzt ganz entspannt zurück zu unserem Hof. Und ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.